dunkle Seite des Mondes. 9. September 1999. Nuklearentsorgungsgebiet, Bereich 2. Professor Bergmann, hier spricht Jim Nordstrom. Wir haben die Laserbarriere passiert. Wir fangen in einigen Minuten mit der von Dr. Russell gewünschten Untersuchung des Strahlungsfeldes an. In Ordnung, Nordstrom. Wir haben euch klar auf dem Bildschirm. Adler 1-4, Bereich 2, Überwachungsabteilung. Hier ist Dr. Russell. Ja, Doktor? Wann sind Sie mit dem Bunkern fertig? Die letzten paar Tonnen sind auf dem Band. In ungefähr 10 Minuten, würde ich sagen. Kano, so wie das Raumschiff abgehoben hat, fangen Sie bitte mit der Untersuchung des Feldes an. Ja, Doktor. Ist doch ein üblicher Arbeitsvorgang. Ja, gerade darum. Keine besonderen Veränderungen. Bis jetzt normale Gehirntätigkeit. Ja, bis jetzt. Adler 2 an Mondbasis Alpha 1. Befinden uns im Anflug. Adler 2 an Mondbasis Alpha 1. Bitte kommen, Alan. Von hier oben sieht die Atmosphäre des Planeten Ariel wie Erbsensuppe aus. Kein Wunder, Alan. Der Sauerstoffgehalt ist mehr als 4-mal so groß wie auf der Erde. Wenn du in die Atmosphäre eintauchst, musst du die Oberflächentemperatur des Adlers beobachten. Hitzeschild auf Maximum. Alles vorbereiten zum Abschuss der Bremsraketen in 30 Sekunden. Hier ist die Flugbahnberechnung des Computers für die Landung auf dem Planeten. Keine Probleme? Keine Probleme. In Ordnung. Geben Sie sie bitte an den Bordcomputer durch, Paul. Es ist genauso eine Sonne wie unsere. Der Planet Ariel hat Atmosphäre. Ein perfekt ausbalanciertes Solarsystem. Hoffentlich stört es dein Gefühl für Symmetrie nicht, wenn wir in die Umlaufbahn kommen. Ja, wenn es das tatsächlich gelingt, pfeife ich auf die Symmetrie. Es wäre schön, wenn der Planet wirklich so gute Bedingungen aufweist, wie sie der Computer voraussagt. Das wäre es. Adler 2 an Basis. Unbekanntes Objekt im Anflug. Objekt hält Kurs auf Adler 2. Weiterhin im Anflug. Versuche abzudrehen. Keine Chance mehr zu entkommen. Alan! Alan! Wir leben, Commander. Kein Schaden feststellbar. Das Ding hat sich an der Außenwand festgesaugt. Adler 2 und 7 zurück zur Basis. Sofort das Personal von Startrampe 1 evakuieren. Ambulanz bereithalten. In Position für Landeanflug. Verstanden. Wir wollen kein Risiko eingehen. Schalt auf Automatik. Adler 7, warten. Startrampe 1 ist geräumt, Alan. Raumschiff nach dem Aufsetzen so schnell wie möglich verlassen, ohne Rücksicht auf Kontrollvorschrift. Okay, Commander. Das Ding hat sich bis jetzt noch nicht bewegt. Das war auch nicht zu erwarten. Nicht bevor wir es untersucht haben. Bring ihn runter, Paul. Thank you.
Victor, hast du schon irgendwas entdeckt? Noch nichts. Die Instrumente können nichts ablesen. Dichte? Strahlung? Das Objekt zeigt keinerlei Reaktion. Ich habe schon alles versucht. Bringen wir es ins Labor. Intelligente Wesen bemerken, dass sich Fremde ihrem Planeten nähern und versuchen, sie davon abzuhalten. Indem sie uns mit einem rätselhaften Objekt konfrontieren, das uns interessiert. Das wäre doch möglich. Ja, aber warum? Um uns abzulenken und um mehr über uns rauszufinden. Und zu verhindern, dass wir was über sie rausfinden. Der Professor kann darüber nachdenken, solange er will. Wir haben keine Zeit dazu. Für uns geht es um die Landung auf dem Planeten. Wenn wir in der Umlaufbahn um die Sonne sind, haben wir genügend Zeit dazu. Wir wissen weder, ob uns das gelingt, noch ob dieses Ding freundliche oder feindliche Absichten hat. Selbst wenn es so eine Art von Einladung sein sollte, müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen uns jeden Schritt genau überlegen. Hast du schon was rausbekommen? Nicht besonders viel. Das Gewicht beträgt 4,20, Durchmesser 98, Temperatur gleich Außentemperatur, Strahlung 0. Zusammensetzung unbekannt. Bis jetzt. Also funktionslos? Absolut. Raus! Elena, Nothilfe vorbereiten. Victor, analysier das Zeug so schnell, wie es geht. Paul, Alarmstufe Rot, Aktivitäten einstellen. Technische Abteilung evakuieren, Schotten dicht und Luftschleusen öffnen. Komm mit. Technische Abteilung geräumt und belüftet. Gut. Kano, kann der Computer feststellen, welche Kapazität das Objekt hat? Nach dem jetzigen Stand der Expansion würde ich sagen, unendlich. Commander, der Druck in der technischen Abteilung war auf 80, bevor wir die Luftschleusen öffnen konnten. Gewicht 4,20? Durchmesser knapp einen Meter? Das ist doch völlig unmöglich. Die Tatsachen haben das Gegenteil bewiesen. Commander, unbekannte Flugkörper landen. John, weißt du, was dieses Gas enthält? Es besteht zum überwiegenden Teil aus Sauerstoff und Stickstoff. Das heißt Luft. Roter Sonnenaufgang, blauer Himmel, Atmosphäre. Wir haben eine Atmosphäre. Die Schwerkraft nimmt ständig zu. Wenn wir in die Umlaufbahn gehen, wird sie fast so sein wie auf der Erde. Kano, hat der Computer schon meine Daten analysiert? Der Computer erzählt uns da ja was sehr Nettes. Ein Computer erzählt nicht. Er wertet aus. John, wir können jetzt den Versuch wagen.
Selbstverständlich kann ich nur Elemente identifizieren, die wir kennen. Es gibt möglicherweise Bestandteile, die unsere Instrumente nicht registrieren. Was ist mit der UV-Strahlung? Das ist sehr wichtig. Die Atmosphäre beginnt bei 20.000 sich rapide zu verdünnen. Auf der Erde würde das nicht ausreichen, um als Filter zu dienen. Aber hier könnte es gehen, habe ich das Gefühl. Der Beweis wäre ein Versuch in der Praxis. Stimmt's? Den sollten wir wagen. Bitte alles herhören. Dr. Russell hat anhand der vorliegenden Daten festgestellt, dass die Atmosphäre da draußen die zum Leben notwendigen Bestandteile enthält. Ich brauche jetzt zwei Freiwillige, die rausgehen und die Luft testen. Lassen Sie mich gehen, Commander. Mich auch. Also gut, Sandra und Paul. Denkt aber bitte daran, dass es sich bei diesem Versuch nicht um ein Picknick, sondern um einen wissenschaftlichen Programmpunkt handelt. Kano, trotzdem möchte ich, dass die Instrumente jeden ihrer Freudensprünge registrieren. Bestätigen, dass Luftschleusendruck ausgeglichen mit Atmosphäre. Bestätigt, Paul. Der Versuch kann beginnen. Ihr atmet jetzt mehr Luft als Sauerstoff. Der Druck inner und außerhalb der Raumanzüge ist gleich. Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich großartig. Mein Puls schlägt etwas schneller. Das ist kein Wunder, Sandra. Jetzt Handschuhe ausziehen und Helm öffnen. Wunderbar riecht das hier draußen. Wonach? Ja, so wie auf dem Land. Sandra! Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir keinen Schnupfen kriegen. Tja, wir haben praktisch ein Problem mit einem anderen vertauscht. Es ist gar nicht so einfach zu schätzen, welche Jahreszeit wir im Augenblick haben könnten. Aber nachdem, wie sich unsere Leute benehmen, würde ich sagen, es ist Frühling. Weg von Alpha. Keine Sensoren, Monitore und Computer. Das war der längste Einsatz, den wir je hatten. Wir haben eine Pause verdient. Nicht gerade gemütlich. Ich bin mit allem zufrieden. Hauptsache, ich kann mal Alpha verlassen. Ja, man sieht die Dinge in einem ganz anderen Licht. Im Sonnenlicht? Nein, überhaupt. Wenn dies das Ende des einen Lebens ist, dann müssen wir ein neues erschaffen, um wieder wie Menschen leben zu können. Weißt du, welches Geräusch auf der Erde ich hier im Weltall am meisten vermisse? Vogelgezwitscher? Dort tief drinnen sind Gedanken versteckt, die wir nicht mal denken dürfen. Wenn wir gelangen, könnte der alte Mond unsere neue Erde werden. Wir könnten uns hier niederlassen, den Mondstaub fruchtbar machen und Landwirtschaft betreiben. Dazu fehlt uns nur der Regen. Den können wir erzeugen. Die Luftfeuchtigkeit ist hier sehr hoch. Wir müssen nur den Kreislauf starten. Und das gelingt uns mit wolkenbildenden Kristallen. Es dauerte 25 Jahre, um die Sahara wieder fruchtbar zu machen. Auf dem Planeten hier gibt es keine Anzeichen von Zivilisation. Ich finde, wir müssen erst mal rausfinden, ob ein Leben auf diesem Planeten überhaupt möglich ist.
morgen werden wir gleich damit anfangen, uns ein schönes Schwimmbad zu bauen. Und drumherum eine Alpha-Bungalow-Siedlung. Der Kreislauf hat begonnen. Das Meer der Ruhe wird ein richtiges Meer werden. Die Krater werden aufgefüllt und es werden überall Seen entstehen. Oh, John, es wird eine wundervolle Welt werden. Einen Moment mal. Wie lange wird das dauern? Kommt drauf an, wie lange es regnet. Du hast recht. Diese Seen werden zwar sehr schön sein, aber Alpha liegt mitten in einem solchen Krater. Und wenn es weiter so viel regnet, wie du hoffst, dann wird die Mondbasis Alpha vom Wasser überflutet werden. Diese Expedition wird unter dem Kommando von Dr. Russell stehen. Von ihrem Ausgang hängt unser Leben ab. Wir haben immer gehofft, eine neue Erde zu finden. Und jetzt, dank unseren unbekannten Freunden vom Planeten Ariel, haben wir sie gefunden. Vor unserer Haustür sozusagen. Die Expedition hat die Aufgabe, einen Platz zu finden, der gute Lebensbedingungen aufweist. An dem werden wir uns niederlassen und ein neues Leben aufbauen. Wir wünschen Ihnen dazu Glück und Erfolg. Ja, alles Gute. Danke. Kommt gesund zurück und Hals und Bein hoch. Viel Glück. Wiedersehen. Alles Gute. Wiedersehen. Viel Erfolg. Mach's gut. Überm Taurusgebirge braut sich ein schönes Gewitter zusammen. Tja, man kommt sich fast wie auf der Erde vor. Wie geht's dir, Sandra? Schlecht. Ich frage mich, was ich hier im Weltraum zu suchen habe. Der Datenübermittler fängt auf einmal an, verrückt zu spielen wie eine alte Jungfer. Der bringt dir überhaupt nichts Normales mehr rein. Der Störfaktor scheint unheimlich hoch zu sein. Wir haben schon alle Filter drin. Was sollen wir machen? Die müssen in einen elektrischen Sturm geraten sein oder sowas. So eine Atmosphäre ist ein zweifelhafter Segen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Die Verbindung ist wirklich unmöglich, Commander. Wir kriegen keine komplette Meldung mehr rein. Jetzt fliegen wir endlich mal wirklich. Hallo Alpha, hier ist Adler 2-8. Wir befinden uns in schweren Turbulenzen auf dem Weg zum Taurusgebirge. Versuchen, auf Kurs zu bleiben. Komm, Adler 2-8. Wir empfangen euch nicht, 2-8. Kannst du mich hören, Alan? Sofort zur Basis zurückkehren. Adler 2-8 an Basis. Wir sind in Schwierigkeiten. Bitte kommen, Basis. Weiter versuchen. Adler 2-8, bitte kommen. Adler 2-8. Die Position, bitte. Wir haben Energieverlust. Zusatztriebwerk. Zusatztriebwerk. Negativ. Backup-System. Backup-System. Ja. Negativ. Alle Systeme aus. Notposition. Adler 2-8, bitte kommen. Adler 2-8, bitte kommen. Adler 2-8, hören Sie mich? Adler 2-8, bitte kommen. Adler 2-8, bitte kommen. Kontakt mit Bordcomputer ist unterbrochen. Basis ruft Adler 2-8, bitte kommen. Adler 2-8, hören Sie mich? Adler 2-8, bitte kommen. Alle verfügbaren Adler sofort startbereit machen. Ich brauche Luftaufnahmen innerhalb eines Radius von 500 Meilen ihrer letzten Position. Victor, du teilst ihn in 20 Sektoren ein. Dr. Mathias? Ja, Commander? Lassen Sie Erste-Hilfe-Ausrüstung an Bord von Adler 1 bringen. Sie fliegen mit mir. Adler 9 auf Startrampe 1, 12 auf Rampe 3, Adler 2-4 auf Rampe 5. Adler 9 auf Rampe 1.
Start frei, Adler 12. Aufzug geschlossen auf Rampe 4. Klar zum Start, Adler 14. Adler 14 an Basis. Wir haben Zündung. Klar zum Start. Basis an Adlerformation. Wind aus südwestlicher Richtung 210 fällt auf Stärke 3. Starke Staubwolken über dem Suchgebiet, aber trotzdem viel Glück. Nein, nicht bewegen. Sie hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Auf jeden Fall muss sie ganz ruhig liegen. Wenn keine Komplikationen auftreten, ist sie bald wieder okay. Jeder Transistor, jeder Kondensator, alles ist durchgebrannt. Das ist kein Wunder. Der Blitz hat alle Stromkreise unterbrochen. Wenn die von Alfons nicht finden, sind wir verloren. Paul? Könnten Sie Alan helfen, damit wir ein bisschen mehr Luft kriegen? Sie wird wieder gesund. Hier. Die Lebensmittel reichen für etwa 2 Wochen. Wir haben ungefähr 115 Liter Trinkwasser. Und mit 27 funktionstüchtigen Adlern auf der Basis wird es ein Kinderspiel sein, uns zu finden. Darauf wette ich. Also los. Wir sind jetzt über dem letzten Punkt mit Radarkontakt, Commander. Wenn wir die in der Suppe finden wollen, müssen wir schon verdammtes Glück haben. Achtung! Sandra nicht zu viel Staub geschluckt. Das wäre nicht das Schlimmste. Ein bisschen langweilig hier, nicht? Die finden uns nie. Hey, hallo! Hier sind wir! Zurück! Kommt zurück! Gibt es was Neues? Hm. Es wird dunkel. Der letzte Adler kommt gerade zur Basis zurück. Sofort wieder Start klar machen. John, sieht vielversprechend aus. Der Mond hat den nahezu idealen Neigungswinkel in der Umlaufbahn um unsere neue Sonne. Der Einfluss der Schwerkraft nimmt weiterhin zu und wird dann in 8 Tagen ihren höchsten Wert erreicht haben. Und wir haben 50% Chancen, die Umlaufbahn zu erreichen, richtig? Richtig. Und wenn wir die Umlaufbahn nicht erreichen, wird der Verfall hier auf der Oberfläche schnell fortschreiten. Ist das auch richtig? Ja. Hey, wie viel Tonnen muss ich denn noch schleppen, bevor ich endlich ein Frühstück bekomme? Briastische Säure. Sie hat die Behälter beschädigt und alles darin zerstört. Lebensmittel, Medikamente, alles ist unbrauchbar geworden. Wieso lagerte die Säure neben den Lebensmitteln? Sie war vorher woanders und wurde vermutlich beim Aufprall in den Frachtraum geschleudert. Wir hatten Glück, dass nicht gleich alles explodiert ist. Glück war das?
Und kommen was? Sie, Ellen, beruhigen Sie sich. Zumindest haben wir noch die Notfallrationen. Ja, klar. Für jeden bleibt eine halbe Tasse unvergiftetes Wasser. Na toll. Und draußen herrschen 50 Grad im Schatten. Wie soll Sandra das bei ihrem hohen Fieber überstehen? Sie braucht so viel Wasser wie nur irgend möglich. Stimmt. Sorgen Sie dafür, dass Sie uns beim nächsten Überfliegen sehen. Lass uns das hier nach draußen schaffen. Wir müssen versuchen, eine Art Markierung zu bauen. Gut so. Das Zeichen müssten Sie eigentlich sehen. Hoffentlich. Adler 1 und 5 sind gelandet, Commander. Gelandet? Vermutlich eine Störung an den lateralen Stabilisatoren. Bisher haben 5 Adler diese Störung gemeldet. Wir haben jetzt keine Zeit für Fehler, Kano. Wir sind monatelang durchs All getrieben und die Techniker hatten nichts weiter zu tun, als ihre Hintern breit zu sitzen. Und wo ich jeden verfügbaren Adler brauche, liegt die Hälfte von ihnen lahm. Sorgt dafür, dass die Techniker gefälligst einen Zahn zulegen. Kein Adler bleibt am Boden, wenn ich es nicht ausdrücklich genehmige. Also los! John, die Techniker tun ihr Möglichstes. Das rate ich Ihnen auch. Hör zu. Du musst dich mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Adler sie vielleicht nicht finden. Wir müssen sie finden, Victor. Wir müssen sie finden. Wird sie das noch aushalten? Der Temperaturunterschied macht ja einen gesunden Menschen fertig. Du warst ja ganz begeistert von der Idee, sich hier draußen anzusiedeln, anstatt auf dem Planeten Ariel zu landen. Wer ist denn in den Sturm reingeflogen, nur um seine Nerven ein bisschen zu kitzeln? Spart lieber eure Energie. Ich brauche nicht zu trinken. Ich will auch nichts, vielen Dank. Wenn wir nicht überleben, kommt Sandra auch nicht durch. Kann man da nicht irgendwas machen, verdammt nochmal? Vielleicht einen Spaziergang. Hoffentlich haben Sie diesmal mehr Glück. Kano, der Adler muss sofort wieder landen. Absturzgefahr. Bring ihn runter. Klappt denn hier überhaupt nichts mehr? Was war's? Es muss irgendwas in der Atmosphäre sein, etwas, das wir noch nicht erkannt haben. Dazu noch diese feinen Mondstaubpartikel. Die haben die Korrosion verursacht. Das Triebwerk hat sich festgefressen, wie ein Kolben beim Auto. Sind alle Adler davon betroffen? Ja, aber wir haben festgestellt, dass Teile, die mit einer Graphitverbindung überzogen sind, nicht angegriffen werden. Wie lange dauert es, die Triebwerke eines Adlers komplett mit Graphit zu überziehen? Schätzungsweise 3 Tage. Wir haben schon damit angefangen. Ihr müsst es in 2 schaffen. Ich weiß nicht, ob uns das Glück oder Unglück bringt, aber bring's lieber hier raus, ja? Thank you.
Wasser. Es geht dir schon besser. Bald bist du wieder gesund. Ich dachte, wir hätten endlich ein Zuhause gefunden. Das werden wir auch. Hab keine Angst. Aber... Nicht zu viel reden. Ich gebe dir noch was zu trinken. Mhm. Hier. Hat's geregnet? Ja, etwas. Paul? Sandra? Wo ist Paul? Ich glaube, er will Wasser holen. Sagt, es hat geregnet. Geregnet? Ja, das stimmt. Hat's viel geregnet? Nein. Nicht sehr viel, aber auf jeden Fall hat's schon mal angefangen. Thank you.
Das ist der Anfang. Das wird die neue Alpha-Stadt werden. Hier ist es schön kühl, wenn die Sonne hochsteht, weil hier immer ein leichter Wind weht. Wie ist das möglich? Wie hast du das geschafft? Das erzähle ich dir später. Jetzt musst du erstmal gesund werden. Und dann werden wir hier anfangen zu bauen. Du meinst so wie auf der Erde, Häuser mit Gärten? Mhm. Das stelle ich mir hübsch vor. Hey, du bist ja ein richtiger Superman. Wo hast du denn die Kraft hergenommen, das alles zu machen? Darf ich euch zum Frühstück einladen? Was ist das? Manna, ein Geschenk des Himmels. Oder vielleicht der Bewohner des Planeten Ariel, wenn euch das lieber ist. Ja, aber wo hast du denn das her? Von da drüben, bei den Felsen. Es wächst da wie Pilze. Wir müssen das Zeug erst mal testen. Vorher dürfen wir es auf keinen Fall essen. Ich hab's schon getestet. Du hast davon gegessen? Mhm. Du etwa auch? Noch nicht, aber es wird dir bestimmt gut tun. Es geht Sandra schon wieder besser, weil sie Hoffnung geschöpft hat. Man kann aber nicht nur von der Hoffnung leben. Nein. Ich will das erst mal untersuchen. Wozu? Es scheint Paul nichts geschadet zu haben. Im Gegenteil, damit hat es geschafft, in ein paar Stunden einen halben Palast hinzubauen. Überlegt mal. In dem Augenblick, als ich völlig fertig war, finde ich das Zeug hier. Das ist doch ein richtiges Wunder. Es kann Wochen oder Monate dauern, bevor die uns hier finden. Jedes Mal, wenn wir das Notzeichen freilegen, deckt der Staub in ein paar Minuten wieder zu. Wer weiß, vielleicht sehen wir die anderen nie mehr wieder. Gestern waren wir verzweifelt und wussten nicht mehr weiter. Aber heute haben wir wieder zu essen und zu trinken. Das ist doch das Allerwichtigste. Ja, der Ansicht bin ich auch. Wir haben keine große Wahl. Entweder wir essen es oder wir verhungern. Also gut. Aber jetzt essen wir lieber erst noch den Rest von unserem Proviant. Inzwischen werde ich das Zeug untersuchen und wenn es wirklich essbar ist, werden wir es alle probieren. Einverstanden? Wie lange wird das dauern? Bis zum Mittag. Aha. In Ordnung. Für den Fall, dass es okay ist, gehe ich schon mal Pilze sammeln. John, wenn du das Ding so gern betrachtest, hätten wir es hier drin stehen lassen können. Deiner betonten Heiterkeit entnehme ich, dass du mit einer schlechten Nachricht kommst. Das Einschwenken in die Umlaufbahn klappt nicht. Ja, du hast erraten. Wir sollten versuchen, auf dem Planeten zu landen. Die Leute würden mir nicht gefallen, habe ich das Gefühl. Ihnen verdanken wir die Luft. Allerdings. Die wird sich in eine Eisdecke verwandeln, wenn wir uns aus dem Sonnenbereich des Planeten Ariel entfernen. Und Alpha wird unter dieser Eisdecke ersticken. Wie weit ist der korrosionssichere Adler? Er ist fertig zum Start. Guter Start, Commander. Hoffentlich bleibt es so. Wir befinden uns auf Flugbahn 240. Zuerst werden wir Häuser bauen. Und dann Straßen und Plätze. Dazu eine große Anlage mit Bäumen und einem Teich. Diese Gartenanlage wird der Mittelpunkt werden. Das wird dann die Hauptstadt unserer neuen Zivilisation. Hundertprozentig weiß ich nicht, ob es ungefährlich ist. Aber ich glaube ja. Sag ich doch. Wenn wir wieder zu Hause sind, untersuche ich es genauer. Wir gehen nie wieder zurück. Wir werden hier bleiben und ein neues Leben anfangen. Das ist doch nicht durch Zufall passiert. Wir haben eine Atmosphäre. Wir sind durch einen Sturm geflogen und dabei abgestürzt. Aber wir haben diesen Absturz überlebt. Wir waren vor dem Verhungern und jetzt haben wir was zu essen. Habt keine Angst. Die Bewohner des Planeten Ariel haben uns den Weg gezeigt. Und diesem Weg werden wir auch folgen. In diesem Land wird Milch und Honig fließen. Wir werden uns hier ansiedeln, Häuser bauen und Familien gründen. So wie die Menschen im alten Peru ihr Wissen und ihre Kultur über die Meere hinweg verbreitet haben,
So werden wir in den Weltraum hinausfliegen und die Menschheit von Sonnensystem zu Sonnensystem verbreiten. Bist du verrückt geworden, Alan? Willst du unser Leben wegwerfen? Komm, Paul, sei vernünftig. Heb es sofort auf. Bestimmung zu erfüllen. Nein, niemand wird das tun. Niemand! Nein! Nein! Ich habe recht gehabt. Die vom Planeten Ariel wollen uns ein Zeichen geben. Das ist schon das zweite Mal. Der Atmosphärendruck fällt rapide, Commander. Ja, diese Objekte sind wieder da. Was hängt damit zusammen? Commander, 345 Grad. Ja. Ziehen wir lieber die Raumanzüge an. Die Atmosphäre ist vielleicht schon zu dünn. Dazu haben wir keine Zeit. Kommt. Nicht nötig, Commander. Mir geht's gut. Aber Sandra braucht Hilfe. Bei der Hütte da drüben. Sandra! Hände weg! Was soll der Unsinn, Paul? Ich hab gesagt, Hände weg! Wir haben hier das Fundament für die Zukunft der Menschheit gelegt. Wir bleiben hier! Paul! Komm, Sandra. Thank you.
Es handelt sich um eine Pflanze, die nicht nur erstklassiges Protein, sondern auch sehr viele Vitamine und andere Aufbaustoffe enthält. Man könnte daraus Getreide entwickeln. Wenn man den rauschgiftartigen Stoff, der darin enthalten ist, eliminiert. Tut mir leid, dass ich das nicht früher entdeckt habe. Mir nicht, das war ja sehr angenehm. Bis auf das Ende. Auch Freunde brauchen mal einen kleinen Hinweis, Paul. Commander, das unbekannte Objekt hat sich bewegt. Geben Sie es auf den großen Monitor. Es entfernt sich. Je eher, desto besser. Wir sind Ihnen gegenüber weder freundlich noch feindlich gesinnt, Commander Koenig. Es war nur unser Bestreben, Sie daran zu hindern, in die Atmosphäre unseres Planeten einzudringen. Deswegen haben wir Ihnen das gegeben, was Sie sich gewünscht haben, in der Hoffnung, dass Sie von Ihrem Vorhaben ablassen. Können Sie mich hören? Und auch Ihre Gedanken lesen. Wir hatten keine bösen Absichten. Das glauben wir Ihnen gern. Aber wir haben die Entwicklung der Menschheit seit dem Anfang der Zeit beobachtet. Die menschliche Natur ist so beschaffen, dass wir es uns nicht leisten können, ein Risiko einzugehen.